Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen vorbereitet. Und zwar basteln wir heute mit diesen Embossing-Foldern, die ich mir ausgesucht habe. Wir haben zwei verschiedene davon ausgesucht. Und zwar einmal einen großflächigen und einmal den mit den Herzen. Auch komplett flächig, aber weniger flächig als jetzt der. Und als erstes kann man ja schon mal das Ganze auf entweder Vorderseite oder Rückseite benutzen. Das ist schon mal ganz cool, weil ich finde, das schaut komplett anders aus, ob man jetzt die Positivseite oder die Negativseite nimmt. Also die eine Seite, die andere Seite. Und ich finde also wirklich, das sind schon mal wie zwei verschiedene fast. Und bei den Herzen natürlich dasselbe. Also richtig, richtig cool. Man kann natürlich auch noch viel mehr anderes machen. Man kann ja auch Farbe draufgeben, embossen oder halt durchkurbeln. Man kann Embossing-Pulver drauf, Embossing-Tinte drauf machen, damit man es dann embossen kann, nochmal mit Pulver und, und. Da gibt es ja coole Ideen. Ich nehme es jetzt einfach mal so klassisch, wie es eben zu den Grundgedanken davon. Ich habe mal die Papiere von den Luxury Paper Pad vom Action wieder raus gesucht aus den zwei verschiedenen Blöcken. Ich nutze die Papiere eigentlich immer total gern. Das Einzige, was oft ein bisschen nervend sein kann, ist, dass man es ist nicht ganz durchgefärbt. Es ist also weiß in der Mitte und wenn man schneidet, sieht man dann oft die weißen Stellen. Und die haben wir auch wieder von ebenfalls Action von diesem Die-Cut-Block Motive rausgesucht, mit denen ich eben Karten basteln wollte. Und ja. Dann brauche ich noch Kartenrohlinge. Dann nehme ich eigentlich hauptsächlich die vom Action. Und dann geht es eigentlich schon los. Ich werde euch da jetzt wieder ein bisschen Musik hinterlegen. Also ich habe mir da eben vorbereitet für die Herzchen-Hintergründe habe ich mal einmal den Flamingo rausgesucht und einmal das Just Married Auto. Und für den ja, geometrischen Hintergrund, sage ich mal, habe ich mir einmal diesen Astronauten mit zwei Planeten rausgesucht und diese coole Krabbe. Finde ich richtig cool. Und ich werde mir vielleicht noch das ein oder andere Zusatzteil rauskramen. Aber das seht ihr dann ja jetzt gleich im Video, was ich da genau noch raussuche. Viel Spaß dabei! Thank you.
So, meine Lieben, meine vier Karten seien fertig. Einmal habe ich da ja diesen tollen Krebs. Da habe ich eigentlich nur ein bisschen gerissen, mit Vellum hinterlegt und dunkelblaue Sprenkel drauf gemacht. Dann die coole Galaxy-Karte, der war ja davor lila. Ich wollte das Ganze noch ein bisschen dunkler machen, ebenso, dass es zu Galaxy perfekt passt. Hab dann als erstes mit dunkelblau, also mit Chipped Sapphire, glaube ich, war es, bisschen dunkler gemacht. Das war mir immer noch nicht dunkel genug. Deshalb bin ich dann nur mit Black Suit mit dem Schwarz drüber gegangen. Und hab dann noch mit verschiedenen Metallic-Farben gesprenkelt, um quasi diese ganzen Sterne, Planeten und was der Geier was zu anzudeuten. Dann die finde ich auch richtig süß geworden mit dem Hochzeitsauto. Da habe ich auch einfach nur noch goldene Sprenkel drauf gemacht und den Spruch schräg drauf geklebt. Das ist auch noch so mit einer Fahne. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich mir gedacht, es macht mehr her, als wenn es direkt stempel. Und dann noch die hat mich ein bisschen gefuchst, wie ihr im Video gesehen habt. Ihr wollt unbedingt so verschiedene Layers haben und habt mal teilweise irgendwie im Kopf das dann falsch gedacht und dann musste ich halt wieder hin und her probieren, bis ich das eben so gehabt habe. Wie das in meinem Kopf ausgesehen hat. Ich finde, es ist ganz cool geworden. Aber mit dem Glitzer macht es wieder was her. Und ich habe das extra, nicht, dass es mal, das ist mal passiert, nein, ich habe extra die Herzen einmal so und einmal so gemacht. Dass man eben sieht, wie variabel solche Folder sein. Ja, das war's auch schon und bis zum nächsten Video. Tschüssi!